Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also lass uns zocken. Wir zocken weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Da, wo wir letztens aufgehört haben, wir müssen zu unserer Machiavelli zurückgehen, weil wir jetzt gerade diesen komischen Brieftypen da gestoppt haben. Und natürlich getötet. Jetzt habe ich einen scheiß Schluck auf. Aber warum hängt es jetzt? Das ist jetzt eine Frage. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ey, was ist hier los? Mann, ey. Kann doch gar nicht wahr sein. Haben wir kein Pferd oder so? Ah. Boah, es kann durch den Stein kommen. Cool. Ey, was läuft das weg? Los, mein Pferdchen. Hi, hi. Habe ich vielleicht einen Schatz oder so hier? Außer natürlich die Bank. Und so, da müssen wir jetzt zu dem Ausrufezeichen wieder. Mit unserem Pferd, da sind wir etwas schneller, als wenn wir zu Fuß gehen würden. Und mit Pferden reiten macht es doch viel mehr Spaß. Oh, oh. Ruhig, ruhig. Absitzen. Alles gut, mein Pferd, du kannst jetzt gehen. Und anstatt die ganz normale Dings hier zu nehmen, nö, warum? Den Brief zu Machiavelli bei den Trajanen bringen. Hallo, Machiavelli? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, sind da voll viele hier. Epa, erster. Ah, Alter, weil der von allen Seiten hier angegriffen. Das zweiter Tod. Dritter Tod. Vierter Tod. Fünfter Tod. Sechster Tod. Siebter Tod. Achter Tod. Neunter Tod. Zehnter Tod. Elfter Tod. Zwölfter Tod. Wo kamen diese Mörder nur her? Bringen wir das zu Ende. Und der letzte ist auch Geschichte. Oh. Oh, nur 50%. Naja, egal. Hätte ich 100%ig Synchronisierung, wäre es zwar besser gewesen, aber naja, egal. 50% gehen auch, finde ich. Wir müssen von hier gekommen sein. Loslassen. Was ist das denn? Könnte natürlich sein, dass sie von da gekommen sind, aber irgendwie komisch in der Kanalisation, wenn das so, wenn man es so sieht. Kanalisation. Ist doch nicht so schön da unten. Weil da stinkt es immer so dolle und das ist nicht sehr toll, finde ich. Wenn man so riecht, so, oh, stinkt das, stinkt das.
Oh. Die Halle von Nero. Den Schrein des Romulo finden. Oh, sieht gar nicht schlecht hier aus, so, wenn die nur nicht so kaputt wäre und dann wäre es perfekt. Dann könnte ich hier so einziehen, ne? Könnte ich hier in der Mitte so mein Bett machen und alles. Wie komme ich jetzt nur da hoch? Das ist die Frage. So. Und so. Nein! Was macht der? So. So war rückwärts springen. Ja, los, geht er hoch. Und jetzt gehen wir da rüber. Haben wir schon mal eins. Wir müssen alle vier anmachen, so wie es aussieht. Den zweiten haben wir dann direkt auch schon. Ja, der zweite ist jetzt auch an. Das ist so die Frage, wo fließt das Wasser überhaupt ab? So, jetzt darüber. Nein! Das war falsch. Scheiße. Ich hätte noch weiter rüber klettern sollen. Egal, dann machen wir nochmal neu hier hoch. Wappa. Ezio, was machst du da? Ein kleines Rätsel für zwischendurch schadet ja eigentlich gar keinem, ne? Wenn ich es so sehe. Und wenn man Assassin's Creed zockt, eher gesagt spielt, braucht man doch ein kleines Rätsel. Und ohne Rätsel ist das ja kein Assassin's Creed mehr, ne? So. Darüber. So. Hoppa. Hier hoch. Hier hoch. Und erstmal darüber, erstmal hier interagieren. So, jetzt haben wir das dritte auch an. Dann brauchen wir nur noch eins. Dann müsste das letzte eigentlich gar nicht mehr so schwer sein, also wer weiß. Oder auch doch. Und nochmal von neu hier hoch. Hoppa. Und so gut will ich auch ganz Zeit springen können und klettern, so wie Ezio, ne? Also sowas wäre doch ganz toll. Dann könnte ich auch so über Häuser springen. Von einem Haus zum anderen und so. Wenn ich runterfalle aus dieser Höhe, nur ein paar... noch nicht mal was gebrochen zu haben. Das ist auch ganz toll. Wenn man sich nichts bricht, wenn man aus dieser Höhe fällt, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Nur wie komme ich jetzt darüber? Ah, habe ich doch richtig gesehen. Und... Appa!
Mal eine Frage, wer baut sowas aus mit, auf, mit es danach kaputt geht? Also, das ist irgendwie total unnötig. Man baut sowas Schönes auf, und man macht dann so ein Rätsel und dann geht es doch trotzdem wieder kaputt. Anscheinend sind wir in die Höhle von denen reingegangen. Also wie es aussieht, wo wir jetzt hier sind, ist nicht sehr schön. Und dann noch diese unheimliche Musik dazu. Ist ja fast so, als wären wir hier so ein richtig geiles Horrorgame, aber leider kein Horror ist, ne? Oh. Vulture Banner. Eins von keine Ahnung wie vielen. Darüber müssen wir also. Ach, das da unten sind die... Keine Ahnung, was das da ist. Da ist so eine komische Zahl, die ganze Zeit hochgeht. Wenn ihr die... Müsstet ihr eigentlich auch sehen. Waren hier eben nicht noch welche? Hm. Irgendwas muss hier sein, wo wir dann weiter können. Gehen wir jetzt erstmal in die Mitte. Von da oben kamen wir. Hm. Können wir vielleicht irgendwas mit da machen? Hm, ne, so wie es aussieht nicht. Hm. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Ah, hier ist was. Ah. Hoppa. So. Jetzt geht er drauf. So, jetzt sind wir hier. Dann müssen wir jetzt darüber. Dann da, dann da und hoppa. Ja, so schwer war das anscheinend doch nicht. Umschalt. Wird der grün. Ach du Scheiße. Ich hätte das von denen mal 8 Minuten beenden sein sollen. Ah, egal. Die volle Synchronisation stört mich nicht so ganz, weil... Ist ja ein Spiel, jeder macht... Kann ich alles immer hundertprozentig machen. Bah.
Wir müssen über das Feuer kommen. Wenn wir da, glaube ich, drauf kommen, sind wir tot. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, ja, 100% sind wir dann tot. Weil niemand kann das da überleben. Außer mit richtig starken Verbrennungen, aber... Ah, oh! Richtig gut, der Junge. Go, Ezio. So. Diese Stimmen. Das frage ich mich, was das ist, ey. Ohne Scheiß, diese Stimmen kommen irgendwie... So komisch vor. Was ist das denn? Ah, ich dachte zuerst, was mache ich denn jetzt? Aber hier sind wir, glaube ich, falsch, oder? Ja. Wir hätten hier nicht runtergedürft. Aber wir müssen da rüber, genau. Okay. Jetzt weiß ich auch, wo wir da lang müssen. Dann würde ich mal sagen, ich mach das jetzt noch schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part jetzt schon geht. Wenn der zu lang geht, werde ich ihn halt einfach zurechtschneiden. Ich muss einfach wieder eine Stopphöhe hinlegen. Dann weiß ich wenigstens, wie lange die Parts jetzt schon sind und dann, wie lange ich ihn noch schon aufnehme. Und dann weiß ich auch, ob ich jetzt noch weitermachen kann oder nicht. So. Oh, das war aber knapp, ey. Hoppa. Anscheinend müssen wir jetzt hier hoch. Ach du Scheiße, was ist das hier? Kann man dauerhaft in dem Untergrund leben und ohne zu essen, jetzt ehrlich. Von hier kamen wir, oder? Ja, von hier kamen wir. Nee, da auch können wir nicht. Kurz mein Adlerauge wieder an. Da wieder die Stimmen. Ist so die Frage, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ey, das ist immer wieder die... Ah, hier. Und dann darüber. Herz zur Seite. Hier. Da ist dann wieder ein Schatz, so wie es aussieht. Zwei sogar. Oh. Ah ja. Hey, du sollst darüber springen. Ohne Scheiß, Junge. Darüber springen. Hoppa.
komme ich wieder hier hoch. Ja. Das ist gut. Wie weit der springen kann, das ist totales Wunder, ey. So weit will ich auch springen. Jetzt können wir den ersten Schatz holen. Nein, ich wollte den ersten Schatz holen. Nein! Warum hab ich losgelassen? Zum Glück können wir jetzt hier wieder... Jetzt können wir ja wenigstens hier wieder hoch. Hoppa. Gut gemacht, Ezio. Ja, sag ich doch. Umschalt was nicht. So, was kriegen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal wieder hier rüber. Jetzt haben wir diesen Schatz auch. So. Kriegen wir zwar nur 450, aber egal. Jetzt sind wir auch endlich hier, wo wir hin... Wo wir eben gesehen haben. Was ist das hier? Dann müssen wir dann auch mal hoch wegen dem Ding. So die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Naja, ich würde sagen, wir sehen weiter im nächsten Part. Dann ciao, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.